Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Wir schauen nach wie vor besorgt in Richtung Osten, auf diesen Krieg, der anders ist als andere Kriege auf dieser Welt. Ein Krieg, in den eine Großmacht involviert ist. Ein Krieg, von dem wir das Gefühl haben, dass Putin sein altes Sowjetreich wiederherstellen möchte. Ein Krieg, der uns Sorgen macht davor, was die Zukunft wohl bringen wird. Ein Krieg, der tiefe Gräben reißt. Nicht nur zwischen zwei Parteien, sondern auf der ganzen Welt. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass endlich Brücken gebaut werden. Brücken, die helfen, dass die zwei Parteien miteinander reden können, dass sich dort etwas bewegt in Richtung Frieden. Aber auch Brücken, die die Welt wieder zusammenbringen, die die Teilung zwischen Ost und West verhindern, die verhindern, dass noch tiefere Gräben gerissen werden, die endlich dafür sorgen, dass wieder Frieden ist in unserer Welt. Zu diesem Brückenbauen, da gehört auch Mut dazu. Denn man muss auch, egal auf welcher Seite man steht, nicht nur den ersten Schritt machen, sondern auch auf den ersten Schritt anderer reagieren. Das ist unsere Hoffnung in diesen Tagen, dass dies vielleicht in naher Zukunft Wirklichkeit wird, auch wenn natürlich die Zweifel groß sind. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen. So singen und beten wir nicht nur für uns, sondern auch für diejenigen, die gerade versuchen, Brücken zu bauen, erste Schritte zu gehen und natürlich auch als Gebet dafür, dass diese Schritte nicht umsonst sind, sondern dass auch andere diese Schritte gehen und anderen entgegenkommen zum Brückenbauen, zum Frieden in unserer Welt. Seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch euer Martin und eure Ann-Sophie, eure Pfarrer in Offenhausen.